Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Filme keines anderen weiblichen Hollywood-Stars haben mehr Geld eingespielt als die von Doris Day. Auch heute noch gehören ihre Komödien Ein Hauch von Nerz, Bettgeflüster oder Ein Pyjama für zwei zu den meistgezeigten Filmen im Fernsehen. Nicht weniger erfolgreich ist Doris Day auch als Sängerin gewesen. Songs wie It's Magic oder natürlich auch Que Sera Sera sind Evergreens geworden. Wie US-Medien berichten, ist Doris Day im Alter von 97 Jahren verstorben. Unser Filmexperte Jörg Albrecht erinnert an eine Legende. Que sera, sera, whatever will be, will be. Que sera, sera, das Lied, das Doris Day 1956 in Alfred Hitchcocks Der Mann, der zu viel wusste, singt, sollte nicht nur ein Welthit werden. Es ist auch ihre ganz persönliche Erkennungsmelodie, ihre Visitenkarte gewesen. Erfolge als Sängerin konnte Doris Day schon lange vor ihrer Schauspielkarriere feiern. Die Tochter eines Musiklehrers aus Deutschland und einer Deutsch-Amerikanerin wird am 3. April 1922 als Doris Mary Ann von Kappelhoff in Cincinnati, Ohio, geboren. Ein Autounfall in ihrer Jugend, bei dem ihre Beine verletzt werden, zwingt sie, ihren Traum von einer Karriere als Tänzerin zu begraben. Sie sattelt um, nimmt Gesangsstunden und ändert ihren Nachnamen in Day. Mit 17 hat sie erste Auftritte und lernt den Bandleader Les Brown kennen, mit dem sie 1945 einen Nummer-1-Hit aufnimmt, Sentimental Journey. Drei Jahre später sieht man Doris Day dann als Nachtclubsängerin ihr Schauspieldebüt geben im Filmmusical Zaubernächte in Rio. Funny, you weren't married. Oh, how I wish I could tell you I wasn't. How easy it would be if you weren't married. I take in my arms. Like how? Like this. Doris Day interpretiert 5 der 8 Gesangsnummern im Film und hat mit It's Magic einen weiteren Hit. In den Folgejahren erfüllt sie ihren Filmvertrag mit dem Studio Warner Brothers und ist in rund 1 Dutzend Musikfilmen zu sehen. Mitte der 1950er Jahre kann sich Doris Day ihre Rollen selbst aussuchen. In Tyrannische Liebe, der Lebensgeschichte der Sängerin Ruth Etting, zeigt sie auch im dramatischen Fach Talent. Nach Hitchcocks Der Mann, der zu viel wusste, folgt da 1959 der Film, mit dem der endgültige Durchbruch gelingt und der Doris Day ihre einzige Oscar-Nominierung einbringen wird. Pillow Talk. Mit der Komödie Bettgeflüster werden Doris Day und Rock Hudson, der die männliche Hauptrolle spielt, zum Traumpaar von Hollywood. Miss Morrow, warum fesseln Sie meine persönlichen Angelegenheiten so? Ich finde sie durchaus nicht fesselnd, sondern widerwärtig. Ich beschwere mich auch nicht bei der Telefongesellschaft über Ihre Affären. Ich habe keine Affären, Mr. L. Der Film, in dem es fast ausschließlich um Sex geht, aber keinen zu sehen gibt, ebnet den Weg für eine ganze Reihe ähnlicher Komödien. In denen besticht Doris Day mit ihrer Natürlichkeit und Lebensfreude. Sie spielt meist die adrette und patente Singlefrau, der immer auch etwas von einer alten Jungfer anzuhaften scheint. Bis Mitte der 1960er Jahre lieben die Kinogänger dieses Sauberfrau-Image, das die Schauspielerin so perfekt verkörpert wie keine zweite. 1985, kurz vor Rock Hudsons Tod, hat sich das Erfolgsduo noch einmal getroffen für die TV-Serie Doris Day's Best Friends. Yeah, it's so good to see you. Oh, it's great. I miss those laughs we used to have. Oh, me too. I do. Sie wolle, so hat Doris Day einmal gesagt, vor allem Freude haben beim Film. Sie wolle selbst lachen und die Leute zum Lachen bringen. Wenn sie nicht vor der Kamera gestanden hat, dann hat sie das Leben als Ehe- und Hausfrau genossen. It gives me just enough time to be at home. Just being a housewife. It may sound corny to some people. If you are just a housewife, it's a big job and I think a beautiful one, I really do. Die Werte, die Doris Day verkörpert, sind allerdings schon bald nicht mehr gefragt. In den ausgehenden 1960er Jahren sorgt die Studentenbewegung für eine Politisierung der Gesellschaft und für deren sexuelle Befreiung. Doris Day wird zum Auslaufmodell. Ihre Filme spielen kein Geld mehr ein und sie ist, wie sich 1968 nach dem Tod ihres dritten Ehemanns herausstellt, bankrott. Das Angebot, die Mrs. Robinson in Die Reifeprüfung zu spielen und sich so ein neues Rollenspektrum zu erobern, schlägt sie aus. Vertraglich an CBS gebunden, startet sie im Fernsehen die Sitcom Die Doris Day Show, die ein Erfolg wird.
1973 aber, mit Ende 40, hängt Doris Day die Schauspielerei dann endgültig an den Nagel. Stattdessen engagiert sie sich für den Tierschutz und der von ihr gegründeten Animal League für die Rettung herrenloser Tiere. I didn't really retire. I was just doing something else. I just had a great time and I love acting. It's just very rewarding and gratifying if people like what I do. Sie sei nicht wirklich in Rente gegangen, sondern habe nur etwas anderes gemacht. Als Schauspielerin habe sie eine tolle Zeit gehabt und sie freue sich darüber, dass es den Menschen gefallen hat. Als Sängerin meldet sich Doris Day noch einmal im Jahr 2011 zurück mit dem Album My Heart und teilweise bislang unveröffentlichten Aufnahmen. Jörg Albrecht erinnerte an Doris.